Moin Leute, euer Xemnas begrüßt euch zu einem neuen Theorie-Video und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Schauen. Der neue Theorievorschlag ist von KitKat88. Was wäre, wenn Raditz zum Super Saiyajin geworden wäre? Raditz hätte gewonnen. Theorie, Ende. Muss ich dazu noch mehr sagen? Ja, ich denke schon. Raditz hätte natürlich Son Goku und Piccolo besiegt, das ist klar, und bestimmt hätte er auch Son Gohan erledigt für seinen Angriff. Zum Schluss hätte er dann die ganze Menschheit ausgelöscht. Später würde er sich dann mit Nappa und Vegeta treffen. Vielleicht würde Raditz sogar die Chance nutzen, um Nappa und Vegeta zu erledigen. Wer weiß, wie er wirklich zu den beiden steht. Es könnte ja sogar so sein, dass er die beiden nicht ausstehen kann, aber nie etwas machen konnte, weil die beide viel zu stark für ihn waren. Das denke ich aber eher nicht, weil in allen gezeigten Szenen mit den beiden war er nie negativ zu ihnen gestimmt. Die drei würden natürlich denken, dass Raditz es jetzt mit Frieza aufnehmen könnte. So machten die drei sich auch auf zu Frieza. Raditz sagte dann zu Frieza, deine Herrschaft ist vorbei, und verwandelte sich zum Super Saiyajin. Frieza war daraufhin sehr erstaunt. Er zeigte auch Angst, weil ihm klar war, dass dies ein Super Saiyajin war. Das Gefühl hatte er aber auch nur so lange, bis der Kampf begann und er merkte, dass Raditz kein Gegner für ihn war. Raditz konnte es nicht glauben, dass er selbst mit dem Super Saiyajin kein Gegner für ihn war, und so wurde er dann auch von Frieza erledigt. Nappa und Vegeta erledigte er auch für ihren Verrat. So herrschte Frieza dann weiter. Hat euch diese Theorie gefallen? Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Ich würde mich sehr freuen. Und wenn ihr noch weitere Theorienvorschläge habt, dann ab in die Kommentare damit, und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag. Bye!